verweisen die Technik der kleinen Schritte. Diese Methode wurde von den Amerikanern entwickelt, als sie in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Sie mussten ihre Wirtschaft aufkurbeln, hatten aber nicht das nötige Kapital dafür. Kaizen wurde dann in Japan unglaublich populär und ist auch heute noch eine gängige Praxis. Es beruht auf dem Prinzip, dass man seine Effizienz verdoppeln kann, wenn man an 100 Stellen 1% verbessert. Viele Menschen fangen nichts Neues an, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor dem Scheitern und befürchten, dass sie keine Zeit haben werden. Wenn das Erlernen einer Sprache oder der Einstieg in den Sport für jemanden ein zu großer Schritt ist, sollte er mit ganz kleinen Schritten beginnen. Verbringen Sie nur 10 Minuten pro Tag mit dem Lernen einer Sprache, aber jeden Tag. Beginnen Sie mit kurzen, aber regelmäßigen Spaziergängen oder Joggingrunden. Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie sich an diese Tätigkeit gewöhnen. Und vor allem werden Sie erstaunt sein, wie weit Sie mit der Technik der kleinen, aber regelmäßigen Schritte kommen können. Der Aufbau eines Verbrauchernetzes zum Beispiel ist eine Tätigkeit, die man klein anfangen kann, die aber bei regelmäßiger Ausübung ein sehr hohes passives Einkommen generieren kann.